Ja, damit herzlich willkommen zurück zu The Quarry. Und ich habe so eine Vermutung, dass das eventuell die letzte Episode ist. Kann mich auch irren, das Spiel zieht sich doch ziemlich lange. Und wir sind ja bei der Karte hier stehen geblieben, der Hero of Hand. Und würde sagen, wir spielen mal weiter. Gehen wir hier wieder raus. Raus. Weiterspielen. Wir sind ja hier unten im Keller. Oh, fuck. Wo ist denn diese ominöse Treppe? Da. Ja, aber hier ist die Sprosse kaputt. Falltür. Jemand sieht zu. Ja, wir? Oh, Scheiße, nein. Entweder Quicktime oder sie stürzt ab. Das war sie. Oh, doch nichts passiert. Okay, na, ich dachte, da passiert irgendwas. Aber hätte es einen Unterschied gemacht, wenn wir beim ersten Mal nicht runtergegangen wären? Viertel vor drei. Na komm, krieg ich wieder ein. Wollen mal sehen, ob sie hier durchkommen. Mann, das ist riesig. Ja, wir haben eigentlich ein geiles Haus. Bisschen ausruhen. Dir geht's bald besser. Cool. Ich fühle mich ganz gut eigentlich. Was ist los mit dir? Stopp jetzt. Du, riechst du das? Nein. Na egal. Lass uns einen Weg nach unten finden. Einen Weg zu Chris Hackett. Oder einen Weg raus, vielleicht? Ich hab echt genug. Es reicht. Ja. Und einen Weg raus. Fein. Okay. Natürlich schauen wir jetzt hier wieder nach Hinweisen. Hier jetzt ganz viel nix. Vorsichtig. Yep. Okay, das Pferd war jetzt gerade irgendwie gruselig. Oh, Scheiße. Was war das? Ich denke. Wir haben da jemanden gefunden. Ich denke, das ist Chris Hackett. So ein Arschloch. Oh. Das war jetzt unerwartet, aber kurz jetzt angedeutet mit Zeit. Silberbeschlag. Bobby, die Waffe!
tot oder bewusstlos? Schieß! Das ist die Frage, wen habe ich jetzt getroffen? Es war Chris. Die ist geheilt. Oh fuck, aber das heißt, er heilt auch nicht. Danke, dass Sie mich verschont haben. Ja, gleichfalls. Und was nun, sind alle wieder normal? Was? Oh. Du denkst, das ist vorbei? Das ist es nicht. Ach, ich verstehe. Ja, aber einer fehlt noch. Chris ist tot. Chris war nicht der Erste. Ja, eben. Das ist unmöglich. Doch. Caleb. Kaylee. Das tote Mädchen. Ihr Bruder. Was? Caleb biss Chris und Kaylee. Chris wollte sie nur beschützen. War ein guter Mann, mein Bruder. Aber wer biss Caleb? Silas. Verfolge ihn seit Jahren. Er ist ein Streuner, Rumtreiber. Er war schon lange nicht mehr hier, aber wir hofften, wir könnten es beenden. Zwischendurch gab es Sichtungen an der Küste. Ein wildes Albino-Kind. Großer weißer Wolf. Weißer Wolf. Was? Was sagst du? Wo? Wo hast du ihn gesehen? Hey, an den, an den Hütten, früh am Abend. Okay. Okay. Okay, ergibt Sinn. Alles ergibt Sinn. Er ist seit Monaten zurück und er lief euch vors Auto vor 2 Monaten. Helft mir. Helft mir. Wir können Caleb retten. Wir können den Rest meiner Familie retten. Wir können denen helfen, die noch leben. Wieso soll ich ihnen trauen? Ich will nicht, dass du mir vertraust. Ich sag dir, wir beenden das. Wir töten Silas und allen geht's besser. Jedenfalls denen, die noch leben. Okay, okay. Und wo sollen wir ihn finden? Ich weiß genau, wo wir ihn finden. Okay, los geht's. Okay. Das heißt nicht, dass ich vergebe, was Sie getan haben. Ich verstehe. Und kann ich bitte was zum Anziehen kriegen? Und eine Dusche vielleicht. Nach deiner Explosion. Ach, hätte man da ein bisschen mehr Infos früher gehabt. Dann hätte sich, glaube ich, ein bisschen Leid sparen lassen. Du hattest deine Chance. Du hattest die Chance zum Sieg über die Drecksfamilie und hast versagt. Macht nichts. Ist ja noch Zeit. Wir könnten es noch schaffen. Passiert ist passiert. Lass uns jetzt nur noch nach vorn schauen, okay? Du bist ein Soulschützen. Tod. Der Tod in jeder Form. Denn Tod heißt Wandel, Veränderung, Transformation. Oft interpretiert als Barke für die Hoffnungsfrohen. Doch in deinem Fall heißt Tod schlichtweg Tod.
Nicht witzig. Die Sonne. Das Versprechen eines neuen Tages. Es bleibt noch Zeit, die Nacht wohlbehalten zu überstehen. Entscheidungen, Taten, dein Leben stehen hier auf dem Spiel. Nun musst du allein den Weg finden, trotz Dunkelheit, und die Sonne wieder aufgehen sehen. Das Gericht. Die Glocken könnten von blutigem Mord, oder nicht? Von Wut und von aufrechtem Hass. Ein verdientes Schicksal? Kann sein. Doch er mag von Nutzen sein, der nicht vergibt, der nicht vergisst. Der Hierophant. Wo hast du ihn her? Wo hast du ihn her? Er darf nicht hier sein. Er hat genug durchgemacht. Nein, nein, nein! Mein Baby. Siehst du, was sie uns antaten? Gibt es eine Rückblende von dem, was passiert ist? Ja. Nein. Was haben sie getan? Was haben sie getan? Oh, er war ein Ausstellungsstück. Silas, mein Junge! Nein! Oh. Oh. Aber er ist entkommen. Oh, es ist der Sheriff. Mami, komm schon, Silas. Mami, komm schon, Silas! 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 Tower, die nächste Karte. Okay. Aber was war der erste Punkt, dass sie das überhaupt jetzt angegriffen nein, haben? Nein, nein. Mein Baby. Siehst du, was sie uns antaten? Dieses
Grauen. Er ist da draußen, ganz allein. Unterm Vollmond jagen sie ihn, gewappnet mit Silber. Denken, sie brechen damit einen Fluch, den sie selbst heraufbeschworen, als sie meine Show vor 6 Jahren abfackelten. So dumme Kinder. Kleiner Silas, mein kleiner weißer Wolf. Ich muss ihn beschützen. Ich verstehe deine Position, aber... diesem Weg folgen. Hast du verstanden? Ich hab dir doch die ganze Zeit geholfen. Ja, schon. Also wenn du nicht ein Heilmittel hast... Ich habe so viel für dich getan. Ich sehe keine Option, außer dass wir ihn erschießen. Bei Heilmittel haben wir, so wie ich sehe, keins. Und ein neues Kapitel. Ziegel und Mörtel. Und er ist auch wieder normal. Was? What the fuck? Wieso bin ich auf einem beschissenen Baum? Laura! Blut. Scheiße, wie komme ich jetzt runter? Auf Express. Au. Das kann ich jetzt weiß ich's. Wo zur Hölle bin ich? Sind meine Klamotten. Ich glaube das alles nicht. Okay. Jetzt suche ich Laura. Sexy? Okay, was haben wir hier? Wir wären viel besser dran gewesen im Harbinger Motel. Ja, wäre da vermutlich echt anders ausgegangen. Oh, stimmt ja. Oh, fuck! Ehrlich gesagt, sie sieht gar nicht mal so schlecht aus. Naja, das war der Angriff. Aber... trotzdem bei ihnen was schauen? Sie hat irgendwie keine Wunden. Achso, warte mal, da bin ich jetzt gerade hergekommen. Glaube ich. Wir müssen da auch raus. Das wäre eigentlich der perfekte Save-Point quasi hier. Mal hier auf die Insel. Da wäre also keiner der Werwölfe rauf kann. Außer er war schon auf der Insel.
Also war sie hier. Warum sitzt sie sich das jetzt auf? Ja, ich glaube, du musst schwimmen. Boot ist weg. Überleg dir, ob du das jetzt wirklich tun wirst. Sollen wir bleiben oder ans Ufer schwimmen? Ja, eventuell könnte er ja. Könnte er vielleicht irgendwie helfen? Was heißt er bei der sicher? Bleiben ans Ufer. Ach, komm, schwimm ans Ufer. Ja, hoffe ich auch sehr. Shit. Das hätten wir uns jetzt echt sparen können, wenn wir oben auf der Insel blieben. Ah, Mann. Der Tisch, hilf mir. Ach, Mann. Hätte es jetzt echt sein müssen, dass er gerade da erwischt wird. Schlimmer kann es ja wohl nicht werden. Klasse. Wie in einem Cartoon. So geht das die ganze Nacht. Gebt uns etwas Zeit. Ich verstehe nicht. Sie hassen Wasser, schon vergessen? Klar, klar. Oh, wir hätten die Nacht im See verbringen sollen. Ein Tod durch Hypothermie? Nein. Okay, wir sind jetzt sicher. Die Nacht ist noch lang. Sie wissen, dass wir hier sind. Sie kommen wieder, sobald es geht. Na toll, okay. Okay, wir brauchen mehr Überblick. Komm. Sollen wir nach oben gehen? Ja, er geht da gerade nach oben, also. Ach nee, Moment mal. Chris, sein Büro ist glaube ich, hier unten, oder? Ich kann mich jetzt auch irren, aber ich... Doch, da hinten. Alles auf... Na okay, kann es natürlich nicht aufmachen. Okay, dann war das falsch. Hier? Das ist der Ausgang. Kann ich auch nichts machen. Dann gehen wir mal hier nach oben. Komm, geh die Treppe nach oben, bitte. Ach so, das ist wieder Zugbild hier. Ja, dann gehen wir halt die andere Treppenseite da oben. Bisschen Licht von deiner Taschen ab, wir haben Gewehr, wäre jetzt cool. Okay, er läuft einfach mal gegen die Wand. Alles klar.
Okay, ich glaube, da brauchen wir gleich zum ersten Mal. Ah, na, das sind die Betten. Oh, da ist was. Scheiße, die müssen echt Probleme haben, wenn sie so betteln. Oh, und hier ist auch noch was. Endlich ein Name zu der Hackfresse. Du bist also Mr. Ages Bruder, schätze ich. Wer? Der Riese von vorhin, als du mit Ryan zum Schuppen bist. Mr. Ages Bruder, vielleicht? Klar, klar. Hm. Wo ist Kylie? Bevor wir rübergehen, glaube ich, gehen wir hier noch mal eins nach oben auf den Dachboden. Oder? Schon der ja, ist der Dachboden hier. Hier scheint es aber nichts Interessantes zu geben. Ich kann eigentlich nur mal doch da hinten gehen. Oh yes! Die Hohepriesterin. Cool, für das hat sich schon mal gelohnt. Also. Die Notizen bringen uns hier nichts. Ja, dann. Zur anderen Seite. Wie lange ist der Typ schon hier? Ist lange Zeit her. Lang genug, dass es ganz normal war, sich in Öl porträtieren zu lassen. Jetzt will ich auch ein Ölporträt von mir. Auf Angriff vorbereiten. Tag und Nacht rund um die Uhr im Sommer. Was uns nicht umbringt, macht uns stärker. Und ist der Weg auch weit. Freundschaft führt uns für alle Zeit. Ich bin stark, denn ich bin hier. Als Hecate. Du hast immer noch nicht den Text gelernt? Showtime, Motherfucker. Ja, und wie es weitergeht, sehen wir dann in der nächsten Episode zum Showdown. Ich hoffe, das hat gefallen. Bis zum nächsten Mal. Und wenn ihr wollt, lasst doch mal einen Daumen nach oben da. Bis dann. Tschüss.